Moin zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Super Smash Bros. Ultimate. Wir spielen Sheik, let's go. Ganz quasi mit dem Gegner einfach Fußball spielen, hochhalten. Mann, ich hasse Konter, Alter. Nach all der Zeit habe ich mich immer noch nicht an Konter in diesem dummen Spiel gewöhnt. Alles andere ist okay. Außer vielleicht PK Freeze. Aber Konter ist schlimm. Der fliegt nicht. Der fliegt immer noch nicht. Junge, Sheik kickt ja richtig gut. Bin ich richtig begeistert von. Wie kickt man denn mit Sheik, Alter? Weder vor noch Up Smash kicken? Okay, dann machen wir es halt so. Oh Gott, der Lag, Alter. Ja, komm ran. Okay. Ja, da war ich vielleicht etwas cocky. Gleich nochmal. Oh, ach scheiße, ich krieg's noch ein drittes Mal rein. Oh, tschüss. Nein! Als ob! Okay. Ich wollte gerade sagen, das wäre übelst unverdient. Nicht, dass ich es mehr verdient hätte, aber er hat es halt auch nicht verdient. Nein! Er hat es verkackt. Nein! Was wollte ich machen? Upthrow into up air? Schon geht auch irgendwie Side-Tilt into up air oder so ein Mist. Yikes! Alles klar. Gönn dir. Die Neutral Airs, die so sind. Es gibt ja einige, die da sehr ähnlich sind. Die sind einfach keckig. Übrigens bin ich gerade, wenn dieses Video online geht, live auf Twitch. Von daher... Get over here! Da kriege ich keine Abwehr gekommen. Vielleicht doch lieber Downthrow into Abwehr. Ja, oder so, er hat nicht die Eid. Pass auf, Trick! Oh, scheiße. War ein guter Trick. Perfekt. Perfekt. Wir haben beide Respekt voreinander, habe ich so das Gefühl. Ich dachte, er hat mich getroffen. Nein, ich dachte, er kommt nicht ganz zu mir. Nein! Junge, ich hab Playing gerade komplett, ey. Der hätte gar keine Chance, der Junge. Ui. Wo war mein Sprung? Oh, ich hab's getan! Ich hab's getan! Well played. Hab ich nicht dran gedacht. Okay, so geht's. 5% sind aufholbar. Der will wieder Downlingens machen. Ja, ich wusste es. Oh mein Gott, war das close. Ja, bleibt. Mann, immerhin dachte ich einen coolen Kill. Mann, wieso ist denn der Dash nicht rausgekommen? Einfach aus Prinzip. Ich wollte ihn nochmal treffen. Hätte ich mich nicht selbst umgebracht, wäre das vielleicht noch was geworden. Rematch. Mit Stocks diesmal.
möchte dazu nichts sagen. Holy shit, Alter, wie spät ich da meine Recovery einsetzen konnte. Aber ich habe ihn gut rausgeschmissen. Ich bin klein und ich bin nervig. Wie im echten Leben. Da bin ich auch klein und nervig. Kann ich richtig stolz drauf sein, nach so einem Missklick. GG. Willkommen zum Hürdenlauf-Simulator 2019. Hamster auf seinem besten Run bis jetzt. Oh, die Hürde war delayed. Oh, jetzt lange keine Hürde mehr. Oh, die hat er. Oh, die hat er auch. Oh, oh, die Streak. Die Streak. Nein, da wird er gehittet. Ei. Damit ist er raus, aber mit eindeutig neuem Weltrekord-Kappa, denn er ist ja der Beste in allem. Ich liebe es. Man braucht einfach Eier, ja? Um Offstage zu gehen, ja? Das kann jeder. Man braucht einfach die Eier. So ist es. Oh! Der war nicht schlecht. Ich hasse mein Leben. Ich hasse mein Leben. Ich erkläre euch kurz mal anhand des Replays den Gedankengang. Ich bin runtergesprungen, also gelaufen, und habe eine Fair gemacht und dann im Kopf gedacht, denk dran, du hast keinen Sprung. Du hast keinen Sprung. Und dann dachte sich mein Kopf so, yo, lass mal springen vor der Recovery. Best Cheeky West, was soll ich sagen?